nachdem ich in meinem 50 Facts About Me Tag erwähnt habe, dass ich mal gemodelt habe, haben irgendwie in den Kommentaren total viele mich drum gebeten, dass ich da mal ein Video drüber machen soll und halt mal so ein paar Bilder zeige von den Sachen, wo ich gemodelt habe und so. Und deswegen dachte ich mir, ich mache das jetzt heute mal. Wundert euch nicht über diesen hübschen Hintergrund. Ich musste mir einen anderen Ort zum Filmen suchen, weil in meinem Zimmer das Licht so schlecht ist, weil draußen mal wieder so aussieht, als würde die Welt bald untergehen und so fette Wolken kommen. Und ja, deswegen, ich hoffe, das geht jetzt so. Und ja, jetzt sehe ich hier halt ein bisschen intellektuell wichtig aus mit diesem Bücherregal hinten drin. Aber das ist jetzt auch völlig Schnurz. Ich habe nämlich hier lauter Prospekte und sowas drin, wo ich drin bin, wo ich mal gemodelt habe. Und jetzt dachte ich mir einfach, ich zeige euch das und erzähle so ein bisschen, wie es dazu kam und so. Mehr halt jetzt ein Vlog, ne, als irgendwie ein anderes Video. Ich hoffe, ihr findet das nicht langweilig oder angeberisch oder was. Also ich hätte da niemals ein Video drüber gemacht, wenn nicht so krass viele mich drum gebeten hätten. Und ja, deswegen denkt jetzt nicht, ich möchte damit angeben oder fühle mich cool oder so. So ist das nicht. Also ich habe mir jetzt einfach gedacht, ich mache das so, dass ich euch Bilder immer einblende. Da muss ich jetzt nicht hier immer alles aus diesem komischen Ordner rausholen und hochheben und dann knistert es hier die ganze Zeit. Und ihr könnt eh nichts gescheit erkennen, weil ich dann immer so nah ran und wieder weg und müll. Deswegen werde ich euch einfach immer Bilder einblenden, während ich euch zu den Sachen was erzähle. So, also erstmal zu der Vorgeschichte sozusagen, wie es überhaupt dazu kam, dass ich gemodelt habe. Also, meine Eltern sind beide Grafikdesigner und kennen halt deswegen so total viele Werbeleute und Fotografen und sowas. Und so kam das halt, dass das Ganze überhaupt angefangen hat. Das erste Mal habe ich gemodelt, da war ich noch sehr klein. Da war ich ein Baby und habe für Panda gemodelt. Also das kann man auch nicht mal Modeln nennen, weil ich einfach so als kleines Kind in komische Wolldecken eingepackt da auf irgendwelchen Schaffellen rumlieg. Aber ja, also das mit diesen Wollunterhosen und Schaffellen und Kinderwagensachen und so schön natürliche Sachen, das war schon mal das Erste. So, dann das Nächste, da war ich ein bisschen älter, da war ich nämlich 5. Da habe ich für so Ostersticker gemodelt. Das habe ich euch auch in meinem 50 Facts About Me Tag gezeigt. Dieses eine Bild, wo ich eben noch kleiner war, da musste ich auch solche Sticker drauf zeigen. Und da kann ich mich noch so ganz, ganz dunkel dran erinnern, aber eigentlich kaum mehr. Also deswegen kann ich euch da gar nichts zu erzählen, weil das irgendwie so total weit weg ist. Und ich meine, okay, ja, ich war 5, also. Wie ich dazu gekommen bin, weiß ich leider auch nicht, aber ich schreibe es auch mal wieder über meine Eltern irgendwie und so. Und ja, ich nehme mal an, dass ich da was für was gekriegt habe, beziehungsweise meine Eltern in dem Fall. Aber das weiß ich auch alles eigentlich nicht mehr. Also das ist jetzt wirklich zu lang her. So, dann das Nächste, das war 2001, da war ich ja dann 8. Das war dann für so ein Gesundheits-, Ernährungs- und alles Mögliche-Heft. Und ich weiß noch, das war total, das fand ich total furchtbar, weil ich musste die ganze Zeit so in so eklige Sachen reinbeißen, die mir gar nicht geschmeckt haben, weil das war alles so ohne Zucker und so ganz gesund und so. Dann haben die mir dann Brötchen geschmiert und da war erst, glaube ich, total fett Butter drauf und dann total fett Nutella und ich fand das total eklig, weil das war kein richtiger Nutella oder sowas, sondern so eine gesunde Schokopaste eben. Und dann musste ich da reinbeißen. Das musste ich ja immer wieder und wieder machen. Und ich fand das total widerlich. Und dann musste ich Gummibärchen essen. Und dann musste ich meinen vermeintlichen Papa in diesem Shooting mit diesen Gummibärchen füttern. Und der hat mir dann da irgendwie immer so in die Finger gebissen. Und dann, das weiß ich noch, das fand ich ganz furchtbar. Und die dachten dann alle immer so, oh, die süße Kleine. Und mich hat das total genervt. Und danach sind wir dann noch essen gegangen, weil dann halt so das ganze Kamerateam und alle natürlich Hunger hatten. Und mir war kotzschlecht. Ich hatte sowas von überhaupt keinen Hunger. Und habe dann noch, glaube ich, Schnitzel und Pommes gegessen. Also dann war fertig. Also ja, das weiß ich noch ziemlich gut, obwohl ich ja dann da erst 8 war. Und, oder vielleicht war ich sogar noch 7, keine Ahnung genau, wann das war. Aber ja, da kann ich mich noch ziemlich gut dran erinnern, weil das irgendwie so, ja, das hat sich ziemlich eingebrannt. So, und wie ich euch in dem 50 Facts About Me Tag gesagt habe, habe ich dann für Lidl gemodelt. So, jetzt ist das Problem, ich habe das jetzt hier gerade mal alles auf dem Boden ausgebreitet und habe versucht, das in eine chronologisch richtige Reihenfolge zu bringen. Das Problem bei diesen blöden Lidl-Heften ist, dass da nur steht zum Beispiel
4. November oder 15. Mai oder sowas und kein Jahr. Deswegen musste ich so mich anschauen und mir so ungefähr überlegen, in welcher Reihenfolge das ist. Deswegen kann ich euch das jetzt nicht so ganz schwören. Ich weiß aber auf jeden Fall, welches die ersten beiden Sachen waren, weil ich da nämlich noch eine Zahnspange hatte und mich da auch noch so ein bisschen dran erinnern kann. Das erste, was ich nämlich da für Lidl gemacht habe, war für solche Inline-Skates und so Skateboards und sowas. Ich kann keinen Inliner fahren und ich musste die ganze Zeit auf Inlinern stehen und ich hatte so Angst, dass ich umfall, das weiß ich auch noch. Und ich hatte so ein olles grünes Hulk-T-Shirt an, was glaube ich gar nicht zum Verkauf stand, was sie mir einfach angezogen haben und dann musste ich so blöde Zöpfe da oben links und rechts haben, weil das anscheinend süß aussah. Okay. Und ja. Dann mussten wir da halt so tun, als würden wir da irgendwas sehen. Und wow, guck mal. Und es war auch mit solchen Kameras, wo so Polaroid-Fotos rauskamen. Der ganze Boden war voll mit Polaroid-Fotos. Und eins durfte ich auch behalten. Hier, ja, für alle, die gar nicht mehr wissen, was Polaroid-Fotos sind. Diese kleinen hier. Und da sieht man richtig, dass wie solche Fotos eben gemacht werden im Studio. Nämlich, da wurden dann einfach so ein paar Betonplatten auf den Boden gelegt. Und der Hintergrund war weiße Wand und dann mussten wir so tun, boah, schau mal da und so. So läuft das bei solchen Shootings. Ja, und das war so mein erstes, wo ich so bewusst erlebt habe und da war ich auch ein bisschen aufgeregt. Ja. Und das zweite für Lidl war für einen Badeanzug oder für Bademode und Flipflops und sowas. Und das muss beides so um diesen Zahnspangendreh gewesen sein. Also da war ich so in der 5. Klasse ungefähr. Und das mit diesem Bikini oder diesem Badeanzug, das war auch so eine Sache, weil dieser Badeanzug, der war mir ein kleines bisschen zu klein. Und der war so eng. Und das weiß ich noch, ich habe mich da auch so ein bisschen so unwohl gefühlt, weil, ja, dann waren da diese ganzen Fotografen und Leute, die da gearbeitet haben und diese anderen Models, diese Erwachsenen und ich war halt so das kleine Kind und war so ein bisschen so. Ich habe mich halt so ein bisschen nackt gefühlt, ne? Und die Flipflops haben mir auch nicht gepasst und ich wusste auch nicht so richtig, wie stelle ich mich denn da jetzt hin in so einen Badeanzug. Und dann hat der Fotograf immer gesagt, ich soll bei der Frau schauen, wie die das macht und mein Bein auch so machen und so. Und ja, das war auch so ein bisschen so, habe ich mich auch nicht so ganz wohl gefühlt. Aber ansonsten hat mir das. Also nach diesen Sachen hat mir das halt immer mehr Spaß gemacht. Da bin ich dann so ein bisschen selbstbewusster geworden und wusste dann auch, wie ich mich jetzt hinstellen muss oder wie ich lachen muss, damit es jetzt nicht allzu oll aussieht. Wobei ich, wenn ich mir diese Bilder anschaue, dann sehe ich da schon teilweise ein bisschen strange aus, auch meine Haare und so. Kein Kommentar. Aber ja, also das war dann das Zweite. Das weiß ich ganz sicher, dass das das Zweite war. Und jetzt weiß ich die Reihenfolge nicht so genau. Deswegen erzähle ich euch das jetzt einfach mal so irgendwie. Also das erste, oder das erste, was hier liegt, das war dann was, ich glaube, dass da eine Pause dazwischen war, weil da hatte ich keine Spange mehr und so und sehe irgendwie ein bisschen älter aus. Das waren dann solche, also hier unter dem Motto ab in den Urlaub, da waren Koffer und sowas im Sortiment und da sind wir an den Flughafen gefahren, ich glaube nach Baden-Baden. Und haben das dort in der Halle da, in der Ankunftshalle, geshootet, ja, fotografiert. So, und dann musste ich da solche Sachen anziehen, die es da halt zum Verkauf gab. Und da weiß ich noch, dass die mich so angezogen haben, wo ich mir so dachte, hallo, wie zieht ihr mir das an? Da habt ihr keinen Sinn für Mode so? So würde ich das ja niemals tragen. Ja, und dann mussten wir halt so einen auf, ha, wir sind gerade aus dem Urlaub gekommen oder wir fahren gerade in Urlaub oder so. Noch mit einem anderen Mädel war das und da waren, glaube ich, die Frauen auch dabei. Ich bin mir jetzt nämlich nicht sicher, weil manchmal werden die da reingeschnitten. Aber kann sein, dass die da dabei waren. Ja, das war ganz okay, weil da waren nicht so, da waren keine Leute eigentlich in diesem ganzen Flughafen. Also weiß ich jetzt auch nicht so genau. Auf jeden Fall kann ich mich an keine Leute erinnern. Deswegen, meine Mama war da halt dabei. Also die war eigentlich fast immer dabei, weil die mich mal hingefahren hat und dann war die immer dabei. Und ja, ansonsten war da, glaube ich, gar niemand. Und deswegen, das hat dann schon mehr Spaß gemacht, das weiß ich auch noch. Und ich glaube, dass ich bei diesen Shootings immer. Also natürlich habe ich was gekriegt, ja, aber das kam immer drauf an, wie lang das Ganze ging. Ich glaube, gegen Ende habe ich immer so um die 50 Euro gekriegt. Aber am Anfang habe ich nicht so viel gekriegt. Ich glaube, da habe ich dann nur so 30 oder so gekriegt. Aber keine Garantie und das hat mich auch nicht so arg interessiert, weil,
keine Ahnung, ich habe, oh, boah, ich könnte mich so aufregen, ich habe dieses schöne Geld, was ich da verdient habe, für so einen Quatsch ausgegeben. Ich habe mir einmal ein ferngesteuertes Auto gekauft von dem Geld vom Modeln und ich habe mir auch so ein olles Stofftier, Huhn gekauft für 50 Euro und lauter so ein Mist und ich denke mir so, ah, aber ja gut, egal. Damals wollte ich das halt unbedingt und das war ja mein verdientes Geld sozusagen und deswegen durfte ich das ja auch ausgeben für was ich wollte. So, dann habe ich ein paar Mal auch mit anderen Kindern das gemacht. Die waren dann meistens jünger und dann hieß es immer so, ja Marie, du weißt ja schon und bla und bla. Auf diesem einen Bild hier jetzt, wo ich Keyboard spiele, also da sehe ich ja mal sowas von gar nicht aus wie ich. Meine Augen, also ich glaube, so blau waren meine Augen ja noch nie. Das ist total bearbeitet und ich sehe aus wie ein Junge. Also finde ich echt ziemlich grauenhaft, aber das war eins. Und dann sind wir, glaube ich, an demselben Tag war das noch auf so ein Feld gefahren und haben da dann so ein bisschen fotografiert. Und da habe ich, glaube ich, mein Haargummi verloren. Ja, ich glaube, das war da. Da habe ich ein Haargummi verloren. Was für ein Quatsch man sich erinnern kann. Ja. Und dann musste man da halt immer diese Klamotten präsentieren oder irgendwelches Spielzeug oder so. Was jetzt alles gar nicht so unbedingt mein Fall wäre, aber so ist das ja ziemlich oft. Was ich da jetzt gekriegt habe und so, das weiß ich auch nicht mehr. Das ist auch schon zu lange her. So, dann das nächste, das war eigentlich ganz witzig. Da musste ich so Skiklamotten und Skier und sowas anziehen und mich dafür fotografieren lassen. Und das haben wir bei dem Fotograf zu Hause gemacht. Unterm Dach hatte der irgendwie so ein Studio oder so, wenn man das so nennen will. Und dann hat er so Kartoffelstärke, also solchen Kunstschnee, der aus Kartoffelstärke gemacht ist, gekauft und da alles ausgelegt, also damit wir halt das nicht im echten Schnee machen mussten, ne? Boah, ey, das hing überall in den Haaren, in den Klamotten, diese blöde Kartoffelstärke, die war überall. Und dann musste ich da halt so tun, als würde ich da jetzt gerade die Piste runterdüsen und ich konnte da gar kein Skifahren, also jetzt kann ich auch noch nicht so wirklich Skifahren, aber da konnte ich es gar nicht, da bin ich noch nicht mal auf Skiern gestanden davor. Dann haben die mir erstmal gezeigt, ja so und so fährt man überhaupt Ski, so musst du das halten und so. Und ja, dann hieß es halt so, jetzt mach mal so ein paar blöde Gesichter. Und dann haben sie natürlich das genommen, wo ich das absolut beknackteste Gesicht mache. Und dieser Junge, der war da auch noch dabei, also wir zwei haben das zusammen gemacht, die Erwachsenen, die waren nicht dabei. Die wurden dann später erst reingeschnitten und genauso halt auch der Hintergrund und so, so ist es ja aber ziemlich oft. Dann auch im Winter habe ich für so Winterklamotten Werbung machen müssen, zusammen mit einem anderen Mädchen auch wieder bei dem Fotografen zu Hause, im Wohnzimmer war das glaube ich. Und dieser Pulli, der war so schrecklich, weil da hatte ich ja noch lange Haare. Die Haare, die sind so arg abgestanden in alle Richtungen. Also jedes Mal, wenn ich diesen Pullover an- oder ausziehen musste oder mich bewegt habe oder keine Ahnung was, dann haben meine Haare sich so aufgeladen und sind so abgestanden. Das war so schrecklich und dieser Pulli war total kratzig. Also ja, das waren so nie so wirklich ganz so Sachen nach meinem Geschmack. Aber ja, keine Ahnung, es war trotzdem eigentlich ganz witzig. Ich weiß noch, da habe ich mich so ein bisschen dumm gefühlt. Aber ich glaube, die Kleine nebendran hat sich noch ein bisschen dummer gefühlt. Hier so mit Tanzen und Schnipsen und so, yay, wir haben so gute Laune. Und ja, ich meine, wenn man halt jünger ist, dann geniert man sich ja eh für alles und findet immer gleich alles peinlich und so. Und ja, in dieser Phase war ich da gerade und deswegen war das immer so ein bisschen... Aber ja, war trotzdem ganz witzig. So, und das letzte Ding für Lidl, wo ich jetzt nicht weiß, ob es das letzte war, aber ich habe so im Gefühl, dass das letzte war. Aber vielleicht war es auch nicht das letzte. Naja, egal, das letzte, was ich jetzt habe, war für Pferdesachen. Also für Reitklamotten und für Pferdedecken. Und zwar sind wir da auf einen Reiterhof gefahren und haben dann da das mit zwei Pferden alles geshootet. Also da musste ich ja halt dieses Zeugs anziehen und mich zu den Pferden stellen und so tun, als würde ich die gerade aus dem Stall führen und... Ja, da weiß ich auch noch, da hat meine Mom mir einen ziemlichen Anpfiff gegeben, weil ich nämlich total fettige Haare hatte. Also ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber meine Haare, die datschen total an meinen Kopf. Und ich habe mir da überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, naja, wenn man sowas hat, dann könnte man sich ja mal vorher die Haare waschen. Ich weiß überhaupt nicht, was mich da geritten hat. Sowas würde mir ja heute im Traum nicht mehr einfallen, mit ungewaschenen Haaren so wohin zu gehen. Aber ja, da hat mich das nicht so beeindruckt und ich dachte mir so, Alter, die stellt sich so an, was soll denn das? So schlimm sehen sie doch gar nicht aus. Aber wenn ich das jetzt so sehe, dann sehen sie schon ziemlich schlimm aus und ich hätte sie ruhig mal waschen können. Aber ja,
Und dann habe ich da noch Fotos gemacht, da musste ich auf dem Pferd sitzen und mich so vorlegen und so, so um den Hals rum. Und da, die Fotos waren aber für den Hof an sich, glaube ich. Die habe ich leider nie gesehen, weil das fand ich auch ziemlich gruselig. Ich bin davor nämlich noch nie geritten, glaube ich. Auf jeden Fall hatte ich halt ziemlich Respekt vor Pferden. Und dann hat dieses Pferd immer seinen Kopf hoch und runter gemacht und überall hin. Und ich so, habe mich da halt irgendwie festgehalten und ja, weiß ich noch, hatte ich ein bisschen Schiss. So, und das waren dann eigentlich alle Sachen für Lidl, beziehungsweise alle Sachen, die ich jetzt da habe. Aber ich glaube auch, dass ich immer alle gesammelt habe. Also da dürfte eigentlich nichts fehlen. Und dann habe ich noch für, ja, dann genau, dann kam das mit Panda. Das habe ich ja nicht gesehen. Wie das geworden ist. Ich überlege gerade, ob da noch was dazwischen war. Wenn dann, wenn ich noch irgendwo gemodelt habe, dann habe ich es vergessen. Und dann habe ich, das war jetzt aber, glaube ich, gerade vor 1 oder 2 Jahren, für ein Golfheft noch mitgemodelt. Und da musste ich halt so Golfklamotten anziehen, also solche Funktionsklamotten, und wurde dann fotografiert. Und bin auch auf der Titelseite von diesen Dingens. Und saß da den ganzen Tag in diesem Studio. Es war sau anstrengend. Ich bin da direkt nach der Schule hin, glaube ich, ja, so ungefähr direkt nach der Schule, und war da bis abends. Habe für den ganzen Tag 50 Euro und ein T-Shirt gekriegt. Ach, und ein paar Socken. Also, da war ich schon ein bisschen sauer. Aber gut, egal. Es hat ja Spaß gemacht, ne? Ich mache das ja total gerne und das hat wirklich viel Spaß gemacht. Aber ich habe mich ein bisschen ausgenommen gefühlt, so im Nachhinein. In dem Moment ist mir das jetzt gar nicht so bewusst gewesen. Aber ja, so im Nachhinein, wo ich mir mehr Gedanken drüber gemacht habe, fand ich es ein bisschen doof. Ja, und dazu bin ich halt auch wieder gekommen über meine Eltern und so, weil die für diese Golfleute die Werbung so ein bisschen gemacht haben und sowas. Ja, da. Und den Fotograf, der das gemacht hat, den kannte ich halt auch schon von vorher. So, das waren dann eigentlich die ganzen bezahlten Shootings. Dann hatte ich noch eins, was mir mein Dad spendiert hat, nachdem ich für den Friseur Modell gestanden bin, was ich euch in meinem Haare-Video erzählt habe, wo ich mir die Haare abgeschnitten habe und so weiter, wo ich alles um meine Haare erklärt habe. Ja, da habe ich das eben auch erklärt mit dem Friseur und so. Und da hatte der mich total zurecht gemacht und dann hatte ich danach noch so ein Shooting. Und da sind halt die Bilder total cool geworden. Das war mega aufwendig und hat aber super viel Spaß gemacht und war halt total cool, weil da ging es ja nur um mich. Und da ging es ja nur darum, dass ich mal schöne Bilder habe von meinem ganzen aufwendigen Gedöns da und ging halt nicht jetzt um irgendwie irgendeinen Auftrag, irgendwas Bezahltes oder so. Das war das eine Spaß-Shooting und das andere war, da hatte mich ein Fotograf, der in unserem Abiball fotografiert hat, gefragt, ob ich nicht darauf Lust hätte, dass er halt so ein paar Bilder macht. Also natürlich auch unbezahlt, aber halt so. Ich habe dann coole Bilder. Er kann so ein bisschen Werbung auf Facebook machen und sowas. Das war halt auch richtig, richtig cool. Also das hat total viel Spaß gemacht. Und der hat sich halt auch richtig coole Sachen überlegt und so. Also wenn ihr mir auf Instagram folgt, da poste ich ab und zu so Bilder von diesem Shooting zum Beispiel. Und oder auch auf meiner Facebook-Seite habe ich, glaube ich, welche davon benutzt. Ja, und das war halt richtig. Das war richtig, richtig cool. So, dann war das Video. Ich habe jetzt ziemlich viel geredet und ich hoffe, dass das Video jetzt an sich nicht zu lang wird, wenn ich da noch die Bilder reinschneide und sowas. Aber das werdet ihr dann ja jetzt festgestellt haben, wenn ihr bis hier gekommen seid. Und ja, also für alle, die das angefragt hatten, ich hoffe, das war so in eurem Sinn und das hat euch interessiert. Mehr kann ich eigentlich auch dazu auch gar nicht halt erzählen, weil ich ja jetzt nicht so professionelles Model bin oder sowas. Ich bin ja auch viel zu klein, um das Bescheid machen zu können mit meinen 1,63. Aber ja, so früher und so weiter war das halt total cool und hat mir richtig gut gefallen. Und ja, jetzt habt ihr da noch so einen Einblick in einen Teil von meinem Leben bekommen. Gut, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis dann!